Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales mit mir, dem Gorobai von Kaffeebecher LP. Ja, gibt es irgendwas zu sagen? Letztes Mal sind wir hier in der Küche stehen geblieben. Jetzt guckt er da doof aus dem Fenster, unser Wilbur. Ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ihr kennt das alte Problem ja, beziehungsweise ist es ja kein Problem. Ne? Ist cool. Ach ja, also wir sollten ja drei Sachen finden. Einmal eine Karte, einen Fallschirm und ein Helm. Den Helm haben wir. Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Da freue ich mich schon drauf. So, wie geht's denn jetzt weiter? Hier habe ich das... Der Herd ist immer noch warm. Man könnte nichts mehr darauf kochen, aber man könnte wohl etwas aufwärmen. Man könnte etwas aufwärmen. Guck mal, wenn wir jetzt den Superdünger in die Kaffeetasse... Naja, schade. Dann lass doch... das geht alles nicht. Der Herd ist immer noch... Achso, ja, das hatten wir eben. So, gucken wir raus. Ich mag unser schönes Weißkammgebirge. Es ist für gewöhnlich nur etwas ruhig hier. Das macht ja nichts. Wir sollen ja demnächst auf ein Abenteuer. Abenteuer? Aber ich dachte, wie finden wir am besten eine Karte? Weil wir müssen eine Karte finden. Und da dachte ich, wir fragen einfach mal den Kellermeister. Herr Kellermeister? Haben Sie eine Idee, woher ich einen Fallschirm herbekomme? Können Sie mir vielleicht eine die Landkarte dort... Achso, könnte ich vielleicht die Landkarte dort haben? Mein Opa glaubt auch, dass der Ring wichtig ist. Ich lasse Sie dann mal weiterschlafen. Wir fragen erstmal nach der Landkarte. Herr Kellermeister, dürfte ich mir vielleicht die Landkarte dort einmal ausleihen? Was, die? Nee, mein Junge. Das ist eine Karte mit den besten Kneipen des Landes. Und die Sie hier ist mit drauf. Ja, schon. Ich wäre auch ganz vorsichtig. Nee, nee. Wenn wir ehrlich sind, ist hier nicht viel los, seit der Krieg ausgebrochen ist. Und ich habe keine Chance, nochmal ausgezeichnet zu werden. Deswegen bleibt die Karte, wo sie ist. Dann müssen wir die wohl wegnehmen, wenn der während er noch schläft. Meine Herren, ich habe aber auch lange kein Deutsch mehr geredet. Das ist ja, wenn man in Dänemark wohnt. Aber naja, jetzt genug von mir. Sagen Sie mal, einen Fallschirm haben Sie nicht zufällig, oder? Der war gut! Habe ich auch nicht erwartet. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner, nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher, sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Seine Fluggeräte waren meistens etwas, anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen. Ich will sie nicht weiter stören. Gute Nacht. Jo, mach's gut. Da hätte ich beinahe was Fieses gegen den alten Kellermeister gesagt. Was mir eben aufgefallen ist, hier diese Schnitzereien. Und, dass da oben Bier durchfließt. Ja, ja, das Bier. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Vielleicht vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Oder noch mehr Ratten. Ehrlich gesagt fast ja, vielleicht ja, ja, kann, ja, ja. Oder... Okay, er hatte jetzt gedacht, ich könnte da... Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefels, der Stadt der Menschen. Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefels. Dann nehmen Sie doch. Ein Versuch ist es wert. Huch! Was? Was ist los? Nichts weiter. Ich habe nur eine Fee verscheucht. Was hier? Um diese Jahreszeit? Die Biester werden auch immer aufdringlicher. Das war knapp. Ich komme nicht an die Karte, solange der Kellermeister darunter schläft. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Haben wir was? Vielleicht der Fisch? Da bin ich natürlich jetzt überfragt. Aber was könnte ihn dann ablenken?
Was sagt die Hotspot-Taste? Gehen wir nochmal zum Roboter, vielleicht kann er irgendwas machen. Der X100 ist ein ziemlich guter Rattenjäger. Ich hoffe nur, er hält mich nie für eine Ratte. Er hat seine Arbeit erledigt und prompt hat er sich wieder abgeschaltet. Ganz schöner Energiefresser, unser Rattenjäger. Können wir nicht mit den Küchenabfällen füttern? Mal schauen, wie ihm das schmeckt. Aha, funktioniert. Der X100 ist wieder einsatzbereit. Ich brauche nur neue DNS und schon geht er wieder auf die Jagd. Ich hab da so eine Idee. Bärte sind für Zwerge sehr wichtig. Je länger der Bart, desto angesehener der Zwerg. Und die Bartverzierungen verraten viel über den Träger. Der Kellermeister ist zum Beispiel ein Fassroller zweiten Grades. Er wurde als 9. von 12 Kindern geboren und hat eine Schwäche für Starkbier. Er ist Junggeselle, mag aber keine Spaziergänge im Morgentau. Und er wurde einmal fast von der Schule geworfen, weil er einem Mädchen am Schnauzer gezogen hat. Stimmt. Bärte sind für Zwerge und die Bart, er wurde, er ist und er wurde. Bärte sind und die Bart, er wurde, er ist und er wurde. Bärte sind und die Bart, er wurde, er ist und er wurde. So. Ich brauche DNS von ihm. Nein, ich kann doch nicht. Ich. Oder doch? Dafür komme ich in die Hölle. Garantiert. Schade, jetzt die Schere weg. Weil ich hätte sonst gedacht, dass ich mir mit der Schere draußen dieses. Diese Plane abmachen für den Fallschirm. Aber naja. Gut, dann gehen wir mal zum Roboter. Hier, komm. Jetzt wird der Keller Meister gejagt. Wie sonst was? Ob das funktioniert? Zumindest würde das den Kellermeister ein wenig ablenken. Oh oh! Hallo? Stopp! So war das nicht! Ich glaube, das war doch keine gute Idee. Ich mochte den Kellermeister. Das hört sich gefährlich an. Das war großartig. Der ewige Kampf zwischen Zwerg und Maschine. Und ich hab gewonnen. alles in Ordnung mit Ihnen? Na klar, warum denn nicht? Meinst du, so Blecheimer könnten einen echten Zwerg besiegen? Nee. Ah, der Tattoo. Endlich mal wieder was los hier. Das muss hier gefeiert werden. Was zum Teufel? Das gibt's nicht. Jetzt steht er da wieder. Aber jetzt kann ich die Karte mitnehmen. Ich glaube, er ist im Siegestaumel und wird nichts bemerken. Dann nimm sie mit. Ich hab sie. Eine Landkarte der Region. 2 von 3 Ausrüstungsgegenständen habe ich damit schon mal. Jetzt fehlt nur noch der Fallschirm. Wo auch immer ich den hier krieg. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Als der Roboter auf Sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass Sie ihn besiegen können. Jo, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik, Geist gegen Materie. Geist? Wie haben Sie ihn zerstört? Ich hab so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Gewiefte Taktik. Ja, aber ein paar Mal hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's ja nicht gemerkt. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo, jo. Dann hat er es ja wohl doch gemerkt mit dem Bart. Nicht schlecht. So, gehen wir mal gucken, ob der Roboter irgendwas fallen lassen hat oder so. Boah, der hat ihm den Kopf abgerissen. Kann man da nicht gucken irgendwie?
Werkzeugkasten? Nee, kann man gar nicht auswählen, ne? Der Kellermeister sagt, Bierbrauen sei ganz einfach. Allerdings hat er es auch jahrelang in der Schule gelernt. In der Schule. Komische Schule. So, wir brauchen einen Fallschirm. Das ist das Letzte, was mir fehlt. Oder was uns fehlt, sozusagen. Ich weiß nicht, ob wir hier drin noch was brauchen. Hätte ich natürlich die Hotspot-Taste gucken können, jetzt nicht. Aber ich bin der Meinung, dass diese Plane da... Oder so. Letztes Mal konnte ich die Plane noch auswählen. Ursprünglich sollten einige hundert Zwerge hier leben und das Bergreich nach Norden verteidigen. Jetzt gibt es hier nur noch den Kellermeister und meine Familie. Gnomenbau. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Oh, war das einfach. So, jetzt mit der Plane und dem Seil. Ich ziehe das Seil durch die Ösen an der Kante der Plane. Fertig. So, liebe Freunde, damit haben wir einen Fallschirm, eine Karte und einen Helm. Und damit gehen wir jetzt rein, gehen wir zu unserem Opa und schwuppdiwupp ab in die Stadt der Menschen. Ladebildschirm. Nach unten. Und abwärts. Oh, die Musik ist so cool. So, weiter geht's. Und sprechen wir mit unserem Opa. Ey, halt. So. Entschuldigung. Colonel Opa? Wir sind soweit. Ja, machen Sie Meldung. Der Kellermeister will uns nicht helfen. Ich habe einen Helm gefunden. Ich habe die Landkarte. Dann suche ich mal weiter. Ich habe den Topf. Helm. Ausgezeichnet, Soldat! Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Hm, wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Wie der da drauf hängt. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Papalapap, der Helm muss reichen. Gut, dann haben wir haben auch die Landkarte. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? So, der Kellermeister will uns nicht helfen. Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef! Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich hab hier noch genug zu tun. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. So, das habe ich mal kurzerhand übersprungen. Warum, Nee, warte mal. Hä? Eine reißfeste und leichte Plane. An der Seite sind Ösen, durch die ich das Elfenseil gezogen habe. Das ist unser Fallschirm. Solange ich nicht weiß, was ich suche. Das ist unser Fallschirm. Das ist doch ein Fallschirm. Ja. Wie ihr sehen könnt, Urban Hero fragt, ob wir Dota spielen sollen. Das sieht natürlich jetzt komisch aus. Ihr könnt im Übrigen bei Urban Hero auch mal vorbeischauen. Dass, der Kanal wird auf unserem Kanal empfohlen. Also schaut doch mal vorbei, er ist ziemlich witzig. Ziemlich cool. So, ist halt nur die Frage. Mal sehen. Ich ziehe das Seil durch die Ösen am Rucksack. Ja, das müsste gehen.
Na bitte, ein Fallschirm. Das wäre auch ohne gegangen. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. Das wäre auch ohne gegangen, aber naja, gut. Entschuldigung. Colonel Opa? Ja? Machen Sie Meldung. Ich habe den Fallschirm. Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch. Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Ja. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug! Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Ja. Das ist keine Standardgröße. Und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Das ist bestimmt ein Achte Fisch. Immer gut auf den Ring. Er ist dein Schatz. Klar. Das Zahnrad ist bestimmt im Fisch und das Zwergenstarkbier kriegen wir oben aus der Spelunke, hätte ich beinahe gesagt, oben beim Kellermeister. Das wird so nichts. Er zappelt zu stark. Ja, dann, Er zappelt zu stark. Das wird so nichts. Okay, das überlege ich mir gleich, aber erstmal suchen wir das Zwergenstarkbier. Gehen wir erstmal die Treppe hoch. Mal auf die Stoppuhr luschen. Dass er jetzt überall mit seinem Dings rumläuft, ne? Oh, guck mal, ich cheate. So, weiter geht's. Ich bin immer auch behindert, ne? Manchmal, Gorobai, eigentlich bist du immer behindert. Läuft er rum mit seinem Hut. Mit seinem, Topf auf dem Kopf. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Ich hätte da mal eine Frage. Es geht um Zwergenstarkbier. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, für immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Aber es ist Krieg. Können Sie mir sagen, wie man Zwergenstarkbier braut? Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen. Nach der Keimruhe aufschwellen, das Grünmalz darben, schwelken und abdarben,
Schroten, passt ja auf, dass die Spelzen halt bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen. Natürlich im Dekoktionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen? Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Träberkuchen laufen lassen? Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen? Und den Hopfen hinzugeben? Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen? Und den Heißtrub entfernen? Hefe anstellen und gären lassen? Dann alles durch den Kieselgurfilter. Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Stopp. Was denn? Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Hm? Wie du meinst. Das klang eigentlich sehr logisch. Ich wollte jetzt eigentlich selber hier bei mir zu Hause ein bisschen Zwergenstarkbier brauen. Weil, das Rezept hat er mir ja gerade gegeben, aber mir fehlt halt das letzte Stück, das wollte er jetzt nicht sagen. Das ist natürlich schade, sonst hätte ich es natürlich gebraucht. Aber können Sie vielleicht etwas Starkbier für mich bauen? Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tue ich aber nicht. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter? Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Na ja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen? Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Ah, was brauchen Sie nochmal? Nee, wo soll ich denn den Hopfen hernehmen? Ich habe eine große Handvoll Gerstenkörner für Starkbier gefunden. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Kann man die fürs Brauen benutzen? Hm? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. So, wo soll ich denn den Hopfen? Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo. Dann müssen wir ihn nochmal kurz ansprechen. Hallo, Herr Keller. Hallo. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Rausgetragen? Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also. So. Ich muss weiter. Das heißt, wir müssen ein Loch greifen. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Da hätte ich jetzt schon eine Idee. Ich muss einmal auf die Stoppuhr gucken noch. Weil eigentlich wäre im Prinzip die Folge schon zu Ende, aber ich guck mal, ob ich die Hopfendulde noch eingepflanzt bekomme mit diesem Superdünger, dass ich dann mehr herkriege. Das sind die Idee, die ich jetzt noch habe, das werde ich wahrscheinlich jetzt noch in dieser Folge ausprobieren. Also gut, ich drücke die Hopfendulde in die Erde. Ich weiß aber noch nicht, wie wir das Wasser herkriegen, deswegen... Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Oh, nicht scheint schlecht. Ein guter Dünger zu sein. Na. Wow. Eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Dann nimm die doch mit. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein.
Bleibt nur die Frage, wo ich das Wasser herkriege. Die bringe ich noch schnell zurück in dieser Folge und dann ist auch schon zu Ende. Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, ne? Nein, könnt ihr nicht. Ihr könnt es ja gar nicht abwarten bis zur nächsten Folge. Kann ich im Übrigen auch nicht. Weiter geht's. Hallo, Herr Kellermeier. Hallo, Wilbur. Hallo, Wilbur. So. Ich habe hier Hopfen fürs Starkbier. Reicht das? Ja, das reicht. Ich hoffe, du hast das nicht aus meinen Vorräten stibitzt. Nein. Oder nur indirekt. So. Ich muss weiter. Viel. Und das Wasser, das suchen wir nächstes Mal. So, wir verabschieden uns hier so. Komm, Wilbur, wir gucken mal so in die Kamera hier. Komm. Oh, hallo, Wilbur. So, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Wenn nicht, schaltet trotzdem ein. Guckt bei Urban Hero vorbei. Ich sehe gerade, er hat dieses hier Metro-Krams gespielt. und guckt euch sonst die anderen Videos von uns an. Die anderen Let's Plays von den anderen. Das war ziemlich oft anders. Naja, kann passieren. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Verabschiedung verkackt. Verflucht Gorobei. Tschüss.